So, guten Morgen, hier ist Martina Hofmann von Hartner Professional Beauty bei Martina Hofmann. Ich habe euch ja in meinen letzten Videos schon gesagt, ich gebe euch immer mal so ein paar Tipps jeden Tag, was ihr machen könnt. Auch ein paar Beauty-Tipps, ein paar Schminktipps und ihr seht an mir, ich bin ungeschminkt. Ich brauche so einen ganz schlimmen Haaransatz, seht ihr hier ja auch. Auch ich kann nicht zum Friseur. Und mein Video kommt heute auch von zu Hause, weil auch ich bleibe zu Hause. Ich mache alles jetzt von zu Hause. Ihr könnt mich auch online jederzeit erreichen, nach dem Motto digital ganz nah. Gut, aber heute geht es mal um Schminktipps und wie ihr euch auch mal zu Hause ein bisschen zurecht machen könnt, auch wenn ihr nicht jetzt aus dem Haus geht oder Homeoffice habt. Aber macht es einfach für euch selbst. Ihr fühlt euch besser, wenn ihr morgens aufsteht und macht euch ein bisschen schön zurecht. Tut es für euch selbst, es tut euch gut. Einfach, dass ihr so ein bisschen auch was Schönes in diesen Zeiten habt. So, an mir seht ihr, ich bin heute Morgen nicht geschminkt. Das ist das erste Mal, dass ich mich traue, so quasi vor euch zu treten. Und ihr seht auch, mein Haar hat sehr gelitten. Hier oben überall. Das ist einfach der Stress. Und wir wissen ja auch, dass Stress sich auch auf die Haut auswirkt. Das will ich jetzt nicht erklären, warum. Darum geht es jetzt gerade nicht. Es geht darum, wie könnt ihr euch mit ganz wenigen Mitteln und ganz schnell morgens zurecht machen, dass ihr euch auch wohlfühlt, weil ihr gut aussieht. So, ich muss jetzt die Brille abnehmen. Ich hoffe, ich sehe mich dann wirklich und ich schminke mich nicht irgendwie ganz komisch. Das müsst ihr mir danach sehen, weil ich sehe ganz wenig und ich schminke mich normalerweise an einem Vergrößerungsspiegel. Ne? Und da sehe ich mich jetzt nur hier ganz und ich komme euch auch dann immer ein bisschen näher, weil ich mich wahrscheinlich dann besser sehen werde. Also es geht los, vielleicht wird es auch ganz lustig, ganz spaßig. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ne? Okay, es geht los. Brille ab. Ich hoffe, ich sehe meine ganzen Schminkutensilien. So, ich habe euch ja gesagt, ich habe ganz viele, ja, so ein bisschen quasi Blessuren, Unreinheiten durch Stress jetzt, die bei mir jetzt schon rausgekommen sind in den letzten Tagen. Um die abzudecken unten drunter, nehme ich einfach einen Concealer. Ich habe den jetzt hier in Puderform von Reflectives. Das ist mineralisch, das verstopft nicht die Poren. Und wie ihr schon seht, ich muss euch näher kommen, weil ich sehe nämlich gar nichts, wo was ist. Ich setze, glaube ich, zum Abdecken jetzt mal ganz kurz nochmal die Brille auf. Okay. Ah, es wird besser. Okay. Hier auf der Nase ist was, da oben ist ein bisschen was. Ich mache das mit diesem kleinen Concealer-Pinsel. Wenn ihr einen flüssigen Concealer habt, dann nehmt ihr den flüssigen. Dann könnt ihr das auch mit dem flüssigen einfach so eure Rötungen kurz unter dem Make-up einfach abdecken. Natürlich habe ich jetzt da unten drunter eine, natürlich meine ganze Tagespflege drauf, ne? Haut abgereinigt, Gesichtswasser, mein Serum und meine Tagescreme. Das muss unten drunter und wenn ihr eure Tagescreme auflegt, dann müsst ihr vielleicht mal so 5-6 Minuten warten, bis sie gut eingezogen ist, sonst wird euer Make-up einfach fleckig. So, jetzt muss ich doch die Brille abnehmen, weil ich decke auch hier mal ein bisschen meine Augenschatten ab, weil auch ich schlafe im Moment nicht sehr gut. Brauche ich noch ein bisschen Concealer. Ich mache mir das hier immer in den Deckel, das seht ihr hier so rein und tupfe dann mit meinem Pinselchen da rein und tupfe mir hier meine Augenschatten ab. Ja, ja, gut, das kommt vom schlechten Schlaf. Ich mache das auch hier immer so ein bisschen und dann habe ich so unten drunter schon mal eine ganz gute Grundierung. Jetzt hoffe ich auch, es sieht gut aus, weil ich sehe es ja wieder nicht. Aber es geht ja auch darum, dass ihr einfach wisst, wie ihr es machen könnt, auch wenn ich jetzt kein perfektes Ergebnis habe ohne meinen Superspiegel. So, das ist jetzt gemacht, das ist abgedeckt. Dann habe ich hier auch mein mineralisches Puder-Make-up. Also wie gesagt, ich benutze sowas. Ihr könnt aber auch ein flüssiges nehmen, wenn ihr das zur Hand habt. Und jetzt gebe ich mein Pinselchen da rein fürs mineralische Puder-Make-up, klopfe den hier so ein bisschen auf, das muss da rein und gehe dann einfach hier partienweise übers Gesicht. Man braucht auch davon nicht viel, weil es super deckt. Nochmal klopfen, so.
Und dieses mineralische Puder-Make-up, wie gesagt, hat den Vorteil, es deckt gut. Ihr könnt den Übergang am Hals super gut machen, ohne dass ihr dann so plastik geschminkt aussieht. Okay, nochmal hier klopfen. So. Schön. Dann ganz kurz schön reingehen. Überall. Macht es auch immer so mal kurz hier über die Augen. So, mal kurz Brille aufsetzen, dass ich sehe, wo es noch hängt. Okay, ihr seht schon, das sieht viel besser aus. Da oben habe ich noch ein bisschen was. Und ihr könnt es auch in diesem Fall, wo ihr dann so Unreinheiten habt oder fleckige Haut, auch ein bisschen dicker auftragen. Das heißt, dicker nicht, sondern mehrmals drüber gehen, weil es schadet nicht. Es verklebt, wie gesagt, es verklebt keine Poren. Es wird nicht pastig. Ihr seht schon, das sieht sehr natürlich aus. Okay, dann geht es einfach mal weiter. Wir nehmen ein bisschen, ich nehme immer ein bisschen Rouge noch, ne? Und habt ihr auch so ein mineralisches? Einmal so machen. Einfach so ein bisschen schräg runter. So, nicht zu viel. So, und dann mache ich hier oben immer so ein bisschen hin. Das hier gibt frische. So, okay. Und schon seht ihr, dass das ein bisschen besser aussieht alles. Sieht schon frisch aus, ist nicht viel gemacht. Hier unten hätte ich ein bisschen mehr abdecken können. So, okay. Was ich dann noch mache, Moment, ich muss noch kurz räumen, ist einfach, weil ich dieses Puder-Make-up in den Augenbrauen habe und ich habe ja meine Augenbrauen gefärbt. Das heißt, das müsst ihr, wenn ihr das so drüber macht, wenn ihr da so drüber geht, ein bisschen von den Augenbrauen runternehmen, sonst kriegt ihr so blasse Augenbrauen, ne? Okay. So. Für alle, die jetzt nicht die Augenbrauen gefärbt haben und ein bisschen helle Augenbrauen haben, ich habe hier so ein Augenbrauenpuderpinselchen dazu und dann könnt ihr auch hergehen und könnt da nochmal reingehen und ein bisschen säubern. Das wird halt jetzt bei mir sehr dunkel, weil ich ja eigentlich nichts brauche. Ich will euch nur zeigen anhand dessen, wie ihr das dann so ein bisschen leichter einpudern könnt, dass ihr eure Augenbrauen wieder habt und dass man die schön sieht, weil die geben dem Gesicht den Rahmen. Das heißt, wenn man die Augenbrauen nicht sieht, das Gesicht wird irgendwie tot, blass. Und ihr müsst immer gucken, ne? Hier, wenn ihr das so anlegt, hier ist der Anfang, hier ist das Ende und Pupillenmitte der höchste Punkt. Und dann pinselt ihr das einfach so ein bisschen leicht rein, nicht zu dick. Bei mir gesagt, wie gesagt, ist es jetzt zu dunkel, weil ich ja schon gefärbte Augenbrauen habe und im Grunde genommen kein Puder brauche. Das geht nur darum, dass ihr seht, wie ihr das auftragen müsst. Ich mache mir das nachher wieder runter. Ja, so, dann haben wir das schon so ganz hübsch. Ja, aber ich denke immer, Augen kriegen ein bisschen mehr Ausdruck, Wimperntusche. Ich habe hier, ich arbeite mit zwei verschiedenen Tuschen, das müsst ihr nicht machen, weil ich habe für die unteren Wimpern, ich hoffe jetzt, dass das super gut geht ohne, weil ich sehe jetzt meine Wimpern überhaupt nicht. Ich habe eine Wimperntusche unten, die einfach nur, sagen wir mal, die Wimpern gut trennt vom Bürstchen her. Ne? Also wenn es jetzt nicht perfekt wird, seht mir das nach, weil ich sehe wirklich absolut gar nicht, wo ich jetzt hintusche, ohne Brille und habe keine Vergrößerung. Aber nur, es geht wirklich nur darum, dass ihr seht, wie ich habe da unten jetzt meine Wimperntusche aufgetragen, dass man so schön jede Wimper hat. Also auch ein bisschen hier in den Seiten reingehen. Jetzt mal Brille auf, vielleicht sehe ich jetzt, was ich gemacht habe. Oh ja, sieht doch schon mal gut aus. Okay, wie gesagt, ich arbeite mit zwei Wimperntuschen, das müsst ihr jetzt nicht machen. Ich habe hier oben noch mal eine, die noch mal ein bisschen Volumen gibt. Und das Volumen oben sieht immer halt sehr schön aus. Unten braucht man das nicht so, aber oben ist es immer toll, wenn man dann auch Volumen hat. Und ein bisschen immer schön nach die ganze Wimper durchziehen auch.
Und die andere Seite jetzt noch, ne? Oh, Wimper durchziehen, schön auch in die Ecken. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts getuscht, was da nicht zu meinen Wimpern gehört, sondern manchmal tusche ich mir die Haut mit. Aber das, ne? Und was ihr so auf das Wimpernbürstchen macht, wenn ihr das jetzt aus eurem Fläschchen hier holt, das reicht. Ihr müsst jetzt nicht nochmal reingehen und pumpen, weil durch dieses Pumpen bringt ihr Luft in dieses Wimpernfläschchen da unten und da trocknet eure Wimperntusche aus. Also wenn ihr das rausnehmt, es reicht zum Tuschen für beide Augen. Ihr müsst nicht nochmal nachlegen. Ne? Jetzt gucke ich mal, wie mein Ergebnis ist mit Brille. Ja, seht ihr doch, ist doch super. Ja gut, meine Ecken hier sind ein bisschen verklebt. Wie gesagt, ich kriege kein perfektes Ergebnis hin ohne Brille. Es geht nur darum, dass ihr seht, was man machen kann, wie es dann aussieht. Was ich gerne noch ganz gerne mache, ich habe immer so einen einfach einen getönten Feuchtigkeitsstift. Das ist der Hydra Color. Die gibt es farbig, die gibt es auch ohne Farbe. Einfach So, fertig. Also das sind ganz einfache Basics zum Schminken, dass man ein schönes Tages-Make-up hat. Das geht schnell, das dauert, das geht ratzfatz. Das hat jetzt nur ein bisschen länger gedauert durch die Erklärung. Aber wenn ihr das macht, das geht ratzfatz. Ihr braucht einen Concealer zum Abdecken, ihr braucht ein Make-up zum Auftragen. Wimperntusche, Augenbrauenpuder, wenn nötig, wenn eure Augenbrauen so ein bisschen heller sind, dass man die ganz, ganz leicht betonen kann. Ein Lippenstift, das seht ihr schon, oder einen getönten Feuchtigkeitsstift für die Lippen. Und dann seht ihr für den Tag gut aus. Ich empfehle euch, macht es so. Es tut euch gut und ihr habt so für den Tag, wo wir jetzt alle zu Hause sind, ihr seht gut aus. Und habe dann wirklich auch ein besseres Gefühl, gerade in dieser Zeit. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mich gerne erreichen. Wie gesagt, ich bin online für euch da. Ihr könnt auch eure Fragen auf die Homepage, über die Homepage mir stellen unter www.kosmetikhautnah.com. Gerade die Fragen, was das Schminken betrifft oder wie trage ich nochmal auf. Ich habe es jetzt nicht ganz, aber verstanden. Wie gesagt, ich habe das mineralische Puder-Make-up. Solltet ihr ein flüssiges Make-up haben, dann macht ihr euch ein bisschen hier auf die Fingerkuppen und tupft es hier, verteilt es hier im Gesicht und dann fangt ihr hier mit der Seite an nach außen, hier nach außen, ne? Und dann fangt ihr hier an, immer schön nach außen zu gehen mit eurem flüssigen Make-up oder Creme-Make-up. Hier am Hals und bitte auch zieht es am Hals ein bisschen runter und die Kante könnt ihr dann so mit so einem Cosmetic Kleenex noch mal ein bisschen quasi entschärfen und ihr müsst auch sehen, dass ihr den Hals hier gut auslaufen lasst. Das geht natürlich mit einem mineralischen Puder Make-up besser aufzutragen, weil ihr da den Übergang, ihr könnt es nämlich, weil ihr diesen Pinsel hier habt, super gut nach unten auslaufen lassen und ihr habt so keinen Rand wie bei flüssigem Make-up. Wenn es euch interessiert, schreibt mich an. Ich kann euch das auch heute frei zuschicken. Es ist jetzt, es ist Reflectives und das hält sehr lange. Also ich habe so eine Dose, die habe ich mindestens ein Vierteljahr, weil es sehr, sehr sparsam im Gebrauch ist. So, dann, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt zu Hause, bleibt drinnen. Geht möglichst alleine spazieren, weil das dürfen wir ja noch. Und frische Luft ist super gesund. Also, wir sehen uns demnächst. Ciao!